Guter Start von Kiburz, die da besser aus den Blöcken geschossen ist als Behrens. Behrens jetzt aber mit einem guten Lauf und sie gewinnt. Und hinten ist es Kiburz aus meiner Perspektive. 8:04. Also, da ist der Fehdehandschuh geworfen worden. Das wird ein spannendes Rennen geben im Finale dann mit Itachi Kambunchi. Persönliche Bestzeit von Noemi Zbären, die da gleich im ersten Auftritt einen richtig, richtig starken Lauf heraushaut.